a Doctor. Das war der Titel von dem eben gehörten Lied. Manche haben es vielleicht erkannt. Und ich habe gute Nachrichten, denn wir haben hier jede Menge Doktorinnen und Doktoren. Und einige davon werden heute geehrt und ausgezeichnet. Herzlich willkommen zum Klartextpreis, zur diesjährigen Verleihung dieses so wichtigen Preises für Wissenschaftskommunikation. Schön, dass Sie da sind, hier im Raum, im Ella und Louis in Mannheim. Schön auch, dass einige virtuell zugeschaltet haben. Wir begrüßen Sie und euch mal mit einem großen Applaus. Ob mit oder ohne Doktortitel, Sie und ihr seid uns alle sehr herzlich willkommen. Herzlich willkommen im Namen der Klaus-Tschira-Stiftung. Mein Name ist Doro Plutte, ich habe keinen Doktortitel und darf trotzdem schon seit vielen Jahren diese Veranstaltung moderieren. Darüber freue ich mich sehr. Es ist ein Highlight in meinem Moderationsjahr, diese Preisverleihung zu erleben. Schön, auch heute wieder mit dabei zu sein. Es ist viel passiert. Wir könnten sagen, es steht gerade alles unter dem Motto, alles neu macht die Klaus-Tschira-Stiftung, denn es ist ganz schön viel passiert. Es gibt eine neue Doppelspitze in der Geschäftsführung. Den Bereich Forschung hat Raphael Lang übernommen. Einmal winken. Und dann haben wir den Bereich Bildung und Wissenschaftskommunikation. Den verantwortet seit knapp einem Jahr Lilian Knobel. Und in dieser Verantwortung, in dieser Rolle ist sie unter anderem auch die Entscheiderin und die Verantwortliche für diesen Preis heute. Herzlich willkommen, Lilian Knobel. Hallo Doro. Hallo. Jetzt liegt ein knappes Jahr bei der Stiftung hinter dir. Wie hast du diese ersten Monate erlebt? Ja, das war natürlich eine super aufregende, schöne, manchmal auch anstrengende Zeit, wie das eben so ist in neuen Jobs, kennen wir ja alle. Aber es ist mir super leicht gemacht worden, weil das Team im KTS-Verbund hat viel Wissen, ist super erfahren und hat eine ganz große Leidenschaft für die Themen, die sie vorantreiben. Und deshalb war es für mich ganz einfach, onzuboarden. Klingt schön. Ja. Das Rad dreht sich ja bekanntlich immer und überall weiter. Gibt es denn was Neues im Förderschwerpunkt Wissenschaftskommunikation? Ja, wir sehen da einen neuen Trend, der auf uns zurollt. Auch nicht erst seit heute, sondern das hat sich, denke ich, seit der Corona-Zeit herauskristallisiert. Wir sehen eine Entwicklung von der reinen Wissenschaftskommunikation in die Zivilgesellschaft hin zu diesem ganzen Themenkomplex Debattenkultur, das Aushalten und Austauschen von Positionen, gerade wissenschaftsbezogene Positionen in die Zivilgesellschaft. Und am Ende des Tages landen wir auch beim Thema Demokratieverständnis. Ja. Also wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, und wir haben schon viele Wissenschaftskommunikatoren, die da durchaus auch mal angegriffen werden in ihren Positionen, die sie vertreten. Und wir wollen uns dafür einsetzen, dass dieser ganze Themenkomplex so gut transportiert und auch erforscht wird, dass wir in der Gesellschaft das Thema Wissenschaft weiter so gut vorantreiben, wie wir das in den letzten 10, 15 Jahren schon getan haben. So ein wichtiges Thema, ja. Vielen Dank, dass ihr da dran seid. Die Verleihung des Klartextpreises, die ist ja immer ein Highlight im Stiftungsjahr, absolut, ist jetzt deine absolut erste. Was wünschst du dir denn für diesen Preis? Also ich habe einen großen Wunsch, und zwar, dass wir noch viel, viel, viel mehr Bewerbungen bekommen. Mhm. Aber nicht, weil wir den Klartextpreis hypen wollen, sondern weil das dann für uns der Indikator, dass wir inzwischen so viele Wissenschaftler haben, die im Bereich Kommunikation auch unterwegs sind. Ja. Und das würde uns zeigen, dass das Thema Wissenschaftskommunikation definitiv überall in jeder Hochschule angekommen ist. Also bewerbt euch. Genau, bewerbt euch. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Genau. Ganz herzlichen Dank, Lilian. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Lilian sehen wir nachher zur Übergabe der Preise wieder. Jetzt frage ich aber erstmal so in die Runde, und die online mit dabei sind, dürfen natürlich auch gerne mit drüber nachdenken. Welches Stichwort, welches Attribut fällt Ihnen denn spontan ein, wenn Sie das Wort Wissenschaftskommunikation hören? Was verbinden Sie damit als allererstes? Einfach mal reinrufen. Wissenschaftskommunikation ist? Dialog. Dialog. Weiter. Wissenschaftskommunikation ist?
Wichtig, ja, wunderbar, ja, die Gedankenräder springen an, ich krieg's mit, ich spüre das hier vorne. Also, was fällt uns noch ein? Wissenschaftskommunikation ist? Harte Arbeit, höre ich hier, oh ja, komplex, sagen vielleicht manche auch, ne, oder bedeutend, oder vielleicht auch jemand, der es begeisternd findet, auch ein paar dabei. Nur, ja, bestimmt. Also, uns fallen da ganz viele Stichworte ein. Das Wort witzig oder humorvoll, das hat jetzt keiner genannt erstmal. Darf die das denn? Darf Wissenschaftskommunikation witzig sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Christian Scharoun und zwar bevorzugt in der Weise, in der er das heute auch tun wird, in Form von Science Slams. Er ist Wissenschaftler am Institut für Meteorologie und Klimaforschung am KIT und er war letztes Jahr stolzer Gewinner des Fame Lab Germany. Seit diesem Jahr ist er jetzt auch für die Sendung von Mai im ZDF aktiv für MyThinkX. Darf Wissenschaftskommunikation witzig sein? Ich bin schon gespannt auf seine Antwort. Sie wahrscheinlich auch, oder? Dann dürfen Sie ihn jetzt begrüßen. Hier ist Dr. Christian Scharoun. Ja, hi, guten Abend. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich freue mich auch, Sie alle hier zu sehen, euch alle hier zu sehen. Die Frage, danke für die Anmoderation, Doro. Darf Wissenschaftskommunikation witzig sein? Und ich habe mal einen Comic mitgebracht. Ich bin selbst Klimaforscher, wie selbst gesagt wurde, ja, wenn man so in die Welt hinausgeht und irgendwie auf Social Media so sagt, Achtung, es ist wichtig, da gibt's was, ich muss euch warnen, dann sagen die Leute, ja, bist du ein Zeitreisender? Nein, ich bin Klimawissenschaftler und dann laufen die Leute auch schon wieder weg. Also es ist gar nicht so einfach, die Leute mit dem Klimathema zu begeistern. So, das ist so der Standpunkt, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht muss man es irgendwie ein bisschen lustig machen. Aber die Klimakrise, die ist eigentlich gar nicht lustig. Und das ist schon der erste Knackpunkt. So, ja. Eigentlich ist das, worüber ich reden muss oder reden will, eigentlich nicht witzig. Ja, man redet über Katastrophen. Man redet wirklich über Katastrophen, die Menschheit stark belastet haben. Und also jetzt nicht all die Katastrophen haben jetzt mit dem Klimawandel zu tun. Manche leugnen die auch. Manche sind nicht zu leugnen, dass sie mit dem Klimawandel zu tun haben. Das ist so ein Punkt. Ja? Und wenn man das so macht, jetzt bei Science Slams, jetzt habe ich Ihnen einfach ja klassisch meinen Science Slam-Einstieg hier recycelt, dann ist das schon der erste Punkt. Also ich selber komme aus dem Science Slam und das ist auf jeden Fall auch ein Format, das witzig ist. Ich erzähle da auch immer, wenn ich über Methan spreche, dass Kühe gar nicht so viel pupsen, wie man immer denkt. Die rülpsen eigentlich viel mehr. Also man kann mit so ein paar Science-Fun-Facts die Leute irgendwie so abholen und begeistern. Ja, das hat mit der Forschung, die ich mache, nichts zu tun. Aber es ist einfach ein lustiger Party-Fun-Fact. Und manchmal reicht das schon. Ja? Es ist trotzdem Wissenschaftskommunikation. Was gibt es noch für lustige Formate oder humorvolle Formate? Wie gesagt, ich habe bei FameLab mitgemacht, hatte da ein T-Shirt an, auf dem stand, ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser. Das ist jetzt nicht die Art, wie ich rüberkommen will, aber es ist halt auch irgendwo ein bisschen lustig. Ja? Was gab es noch? Zum Beispiel YouTube. Ich mache auch YouTube. Versuch da auch mit lustigen Ideen die Leute zu begeistern. Sowas wie Spoiler des Jahrhunderts. Dass Svante Arrhenius schon 1896 wusste, dass der Klimawandel ein Problem ist oder dass die Erderwärmung ein Problem ist. Eigentlich dachte Svante Arrhenius, dass es ganz cool wäre, Kohlenstoff in die Atmosphäre zu machen, weil dann wird es ja wärmer. Der Mann war auch Skandinavier, also egal. Jedenfalls wusste er es und es ist auch ein ganz witziges Video geworden. So, anyway. Wie gesagt, es gibt natürlich auch andere tolle Formate, wie jetzt diese hier, aber natürlich auch den Klartextpreis. Und ich habe mir die Sachen durchgelesen, ich habe auch die Sachen von letzten Jahren durchgelesen. Und eine Sache fand ich besonders witzig, Esst mich, der etwas andere Klartext, ein Plädoyer der Erbse anlässlich ihrer Ernennung zur Kulturpflanze des Jahres. Und das fand ich super witzig. Also es muss nicht irgendwie immer visuell sein oder auf der Bühne oder Science Slam oder YouTube. Auch ein Text kann extrem gut und lustig und unterhaltsam sein. So viel ja zu den Formaten. Dazu Wissenschaftskommunikation. Dazu natürlich auch Wissenschaftler, ja, also Leute, die Paper schreiben, so wie wir das auch machen und ab und zu tun. Auch die Leute können witzig sein. Ja? Nicht nur die, die rausgehen, sondern auch Wissenschaftler, die vielleicht gar nicht kommunizieren nach draußen, sondern innerhalb. Also Paper für die eigene Peer Group. Auch das kann witzig sein. Und da gibt es eine Anekdote.
die ich gerne erzählen will. Und zwar gab es mal einen Mann, ich glaube, ich kann den Namen jetzt gar nicht mehr lesen, ich weiß den Namen nicht mehr, aber David Mazieres. So, der hat sich mal irgendwann bei einem Journal angemeldet, und wo man Paper veröffentlichen kann, und hat dann quasi Mails bekommen irgendwie, ja, und war dann auf dieser Mailingliste und fühlte sich extrem genervt davon, dass er bei diesem Journal auf der Mailingliste ist, und hat hingeschrieben: Entschuldigung, ich würde gern von eurer Mailingliste runter. Hat keine Antwort bekommen, hat nochmal geschrieben, nochmal, hat angerufen, hat alles Mögliche versucht, in die Wege zu leiten, und er kam nicht von dieser Mailingliste runter und dachte sich: Aber ich bin ja ein witziger Typ. Ich reiche da einfach ein Paper ein, das heißt: Get me off your fucking mailing list. Und kein Scheiß, dieses Paper wurde veröffentlicht, weil das Journal einfach, es war sowieso so ein Fake-Journal, ja, und die haben das einfach veröffentlicht, das ist einfach rausgegangen, und genau, so viele Leute scheinen sich bei diesem Journal die Paper vorher durchzulesen, bevor sie veröffentlicht werden, und ich finde, das hat er mit so viel Liebe zum Detail gemacht, ja. Er hat Grafiken in dieses Paper mit reingebracht und auch solche Wirkungsgefüge, so: Get me off your fucking mailing list. Und das ist Humor. Ja gut, ohne Wissenschaftskommunikation, aber auch Wissenschaftler können, also Wissenschaftler sind lustige Leute, ja. Und das ist so ein schönes Beispiel. Ja, auch Science Comics sind super, ja. Die können auch kritische Themen irgendwie lustig rüberbringen. So der This is Fine, das ist so irgendwie so der Klassiker unter denen. Ich habe noch einen anderen mitgebracht von XKCD, wahrscheinlich so der bekannteste unter den Science-Comic-Menschen. Okay, hold still and remember, if you really believe in the laws of physics, you won't flinch. Ja, also ich finde XKCD, Randall Munroe, der macht einfach super Comics. Er hat auch Bücher geschrieben, What If, also wirklich, wirklich toll und sehr unterhaltsame Wissenschaftskommunikation. Dann gibt es ja Sachen, die auch die Klimakrise wieder konfrontieren. I love you, but I love fossil fuels more. Das ist auch irgendwie so ein bisschen dunkler Humor, ja. Aber es ist irgendwie Humor in der Wissenschaftskommunikation, und ja, anders erträgt man es ja fast nicht, gefühlt. Und auch der Comic vom Anfang, den ich jetzt hier einfach nochmal mit dazu nehme. Also Science Comics, auch ein super tolles Format, um Humor zu benutzen, um Wissenschaft zu transportieren. Ich selber mache das auf Twitter oder X oder Blue Sky oder wie immer man das jetzt auch nennen will, mit Videos. Auch Memes, Videos sind super geeignet, ja, wie manche Menschen die Klimakrise erleben. Da finde ich dieses Video sehr passend, ja. Oder ein anderes Video, wie gut die aktuelle Klimapolitik uns durch die Krise bringen wird. Und wenn Sie sich anschauen, wie gut das geklickt wird, ja, das hat fast 100.000 Mal gesehen worden, das Video, auf Twitter. Und ich finde es einfach symbolisch. Es ist einfach, ich meine, die Leute winken noch, die freuen sich noch, alles toll. Ja, das ist im Prinzip Klimakrise in einem Video. Ja, alle freuen sich, und dann merken die Hinteren als erstes, dass irgendwie nicht ganz so geil ist. Und während er vorne noch winkt, fallen die Hinten schon runter. Und es ist, ich finde es super genial, und es ist einfach so sinnbildlich. Ja? Und solche Memes und Videos, die zeigen einfach hervorragend, wie es funktioniert. Und ein paar wenige werden am Ende auf diesem Truck überlebt haben. Das klingt jetzt hart, ja, aber ein paar wenige werden am Ende oben sein und werden sich freuen, dass sie die guten Plätze erhascht haben. Also ich finde das so sinnbildlich. Aber trotzdem haben sie gelacht, auch wenn es eigentlich echt hart ist. Ja? Anderes Video, wie sehr der Klimawandel als chaotisches System unterschätzt wird. Können Sie uns nochmal angucken, weil es einfach so lustig ist, ja? Es ist ein chaotisches System, ja? Und ich finde es wirklich super lustig, ja? Und solche Symbolvideos, solche Memes, die können Wissenschaft transportieren. Am Ende haben wir hier das Wort chaotisches System, und wir können jetzt anfangen, ins Gespräch zu kommen. Nicht, dass irgendjemand auf Twitter mit anderen Leuten in der Kommentarspalte ins Gespräch kommen will. Aber man könnte jetzt wirklich sagen: Hey, ich kann das als Aufhänger benutzen, um das chaotische System Klima zu erklären. Und dafür sind humorvolle Einstiege in meinen Augen sehr nützlich. Aber jetzt genug Beispiele. Wir wollen uns auch von wissenschaftlicher Seite dieser Frage nähern. Darf Wisscom witzig sein? Ein Science Slam soll ja auch immer einen wissenschaftlichen Unterbau haben. Und darum habe ich auch mal auf Twitter gefragt. Einfach die Community: Darf Wisscom witzig sein? Und wir machen es einfach auch mal hier. Wer von Ihnen, einfach mal Hand heben, wer von Ihnen würde sagen: Ja, Wisscom darf auch witzig sein? Ich sehe viele Hände. Dann Gegenfrage: Wer würde behaupten, Wisscom darf nicht witzig sein? Einmal die Hand heben.
no offense, jeder, also keiner wird jetzt hier, okay, aber niemand meldet sich. Es war ein sehr deutliches Ergebnis. Also wirklich 97,3% haben gesagt, ja, Wissenschaftskommunikation darf auch witzig sein. Ich habe ein paar Kommentare mal zusammen, das kann man jetzt schlecht lesen. Muss, hat einer drunter geschrieben, always start with a joke. Solange es locker und authentisch rüberkommt und nicht krampfig gewollt jederzeit. Ja, aber nicht albern, finde ich einen guten Kommentar. Also ich meine, es ist auch ein schmaler Grat zwischen lustig und albern. Ich finde, Viscom darf lustig sein, schreibt jemand, muss es aber nicht. Ganz klar, also es steht nicht, Viscom darf oder Viscom muss nicht witzig sein. Authentizität finde ich viel wichtiger. Schon der zweite Kommentar, der über Authentizität spricht, ja, finde ich auch. Also wenn jemand sich vielleicht damit nicht wohlfühlt, witzig zu sein mit seiner Viscom, dann sollte er es nicht tun, weil sonst wirkt es vielleicht irgendwie krampfig. Das ist so vielleicht so eine gute Faustregel. Dann gibt es aber auch einen Kommentar, der quasi gesagt hat, nein, ja, auch das muss man ja immer zulassen und ja dann sagen, witzig ist viel zu verschieden, führt meiner Meinung nach nur zu verletzten Eitelkeiten und Gefühlen und Missverständnissen. Kann ich sehr gut verstehen, dazu gleich mehr. Und jetzt dann auch wirklich nochmal nicht nur so eine pseudowissenschaftliche Umfrage auf Twitter, sondern auch ein Paper, das ich dazu mal gezeigt bekommen habe, wo es darum geht, ja, die Rolle von Humor auf Social Media. Und was war das Ergebnis dieses Papers? Die Leute erwarten nicht, zum einen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich mit Humor zu Wort melden. Das ist so das eine. Es wird weniger mit humorvollen und sarkastischen Tweets interagiert, was jetzt ein bisschen nicht meiner Erfahrung entspricht, aber das ist vielleicht auch das Studien-Setup gewesen. Mag sein. Und was aber wirklich auch mir schon vorgekommen ist, dass Leute negativ auf Sarkasmus reagieren, so Überheblichkeit, so ja, du machst dich ja lustig hier, trägst dir deinen Doktortitel spazieren und machst dich über andere Leute lustig. Es ist ein schmaler Grat. Zum Thema negativ auf Sarkasmus reagieren habe ich ein Viscom-Beispiel aus der Corona-Pandemie mitgebracht, wo es darum ging, hilft es, wenn ich eine Maske trage? Ich hoffe, niemand würde mir widersprechen, dass Maske tragen hilft. Aber es gibt eben auch Leute, die sind nicht davon überzeugt gewesen, dass Maske tragen hilft. Und dann gab es ich fand schon irgendwie ein bisschen witzige, diese witzige Grafik, die quasi erklärt hat, ja, wenn beide nackig sind und einer pinkelt, dann werden beide irgendwie nass. Der eine strohlt sich voll, der andere wird auch. Ja? So. Wenn ich aber eine Hose trage, dann werde ich nicht so arg nass. Wenn aber der andere auch eine Hose trägt, dann ist eigentlich für ihn natürlich immer noch blöd, aber für alle super. Und ich finde es schon ein bisschen lustig. Ja? Ich kann aber total verstehen, dass jemand, der jetzt nicht kritisch ist, Corona, keine Ahnung, dass jemand das als überheblich oder als ja, diesen Sarkasmus negativ auffasst. Und da kommt eben Humor in der Wissenschaftskommunikation so ein bisschen an seine Grenzen, würde ich sagen. Das nur als Beispiel. So, Richtung Ende dann nochmal wirklich ganz klassisches Pro und Contra. Also, ich würde sagen, es ist definitiv ein besserer Zugang. Wissenschaftskommunikation in ihrer witzigen Form liefert bessere Zugänge. Zum Beispiel, wenn ich Korrelation und Kausalität erklären möchte. Das könnte ich einfach trocken machen. Ich kann aber auch einfach sagen, dass dieses durchhängende Geländer nicht deshalb durchhängt, weil die Möwe drauf sitzt. Und so kann ich richtig schön den Zugang zu der Erklärung Korrelation und Kausalität liefern. Mehr Verständnis. Ich denke, Verständnis ist ein ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich nochmal ein schönes Best-Practice-Beispiel aus die Rolle der Medien mitnehmen. Ja? Wurde ja gerade gesagt, ich habe mal einen Preis gewonnen, war dann in der Zeitung und es ging in meiner Forschung um Methan. Ja, ich habe über Methan aus der Nordsee, Bohrinseln und so weiter, wie die Methan- oder Treibhausgasemissionen quasi den Klimawandel beeinflussen. Und zum Thema Verständnis, Rolle der Medien, war dann ein Artikel in der Zeitung mit einem großen Bild. Und welches Bild nimmt man? Wenn man über Methan einen Artikel macht, dann nimmt man natürlich ein Atomkraftwerk. So viel zum Thema Verständnis und vielleicht sogar unfreiwillig komisch sein bei der Wissenschaftskommunikation. So, mehr Verständnis wäre natürlich super, wenn mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Redaktionen mitarbeiten. Höhere Multiplikation, auch wenn das vielleicht ein bisschen kontraintuitiv ist, zudem meine persönliche Erfahrung ist, lustige Viscom klickt sich zumindest in meinem Fachgebiet besser als trockenes, der Klimawandel ist wichtig. Ja. Dann auf der Kontraseite, es gibt Themen, die sind nicht witzig. Und da sollten wir ganz klar Grenzen ziehen. Tod, Hass, Krankheiten, die
die wirklich Menschen belasten. Darüber sollten wir keine Scherze machen. Es gibt einfach wirklich eine Grenze von dem, was man lustig finden kann. Die ist vielleicht bei jedem woanders, das ist auch voll okay, aber es gibt wirklich Themen, da sollte man einfach nicht witzig drüber sein. Und das sollte irgendwo, sollte es da auch einen gesellschaftlichen Konsens geben. Das führt zu den sensiblen Themen, das ist so ein bisschen die Grauzone. Ja? Ein wunderbares Beispiel, was ich gesehen habe bei einem FameLab-Auftritt in diesem Jahr, wo es um sensible Themen ging, war Kampf gegen Krebszellen. Da hat ein inzwischen wirklich sehr gut befreundeter Science-Slammer und Wissenschaftler aus München über Krebs gesprochen in seinem Slam. Und es war trotzdem so, dass ich geschmunzelt habe, ja, weil er das tatsächlich erklärt hat, wie Arnold Schwarzenegger als Terminator quasi im Körper kämpft. Und es war, natürlich ist es eine Analogie. Aber ich fand, er hat es, so wie er es erzählt hat, trotzdem so gemacht, dass ich auch bei einem sehr schwierigen Thema gedacht habe, Mensch, richtig gut gemacht. Nochmal zusammen, das war ein richtiger Downer zum Schluss jetzt. Ich hätte eigentlich nochmal einen Gag, irgendwie so ein Video einbauen sollen. Es wäre auch ein Video dabei gewesen, das haben wir aber gestrichen. Ist nicht so schlimm. So. Nochmal zum Schluss, Pro und Contra. Ich denke, wir sind ja auch hier im Navi-Kontext unterwegs. Ich glaube, dass der Navi-Pfeil da ganz gut hilft, um sich so einzuordnen, wie wir Wissenschaftskommunikation witzig gestalten können. Dazu können wir gleich auch noch mit Doro kurz drüber sprechen. Ich denke, dass das eine ganz gute Faustregel ist. Das ist das Ende. Ich hätte wirklich noch nicht immer nur mit dem Gag anfangen, sondern auch mit dem Gag aufhören. Jetzt stehe ich hier und habe keinen Gag zum Schluss. Das ist richtig bitter. Deswegen einfach danke, dass ihr zugehört habt. Und Doro. Vielen Dank, Christian. Mal sehen. Da kommt vielleicht noch ein spontaner Gag, ich bin da zuversichtlich. Ja. Vielleicht fällt mir noch ein Witz ein. Mir fällt gerade noch ein Witz ein. Und zwar tatsächlich gibt es, wenn wir ein Glas haben, das halb voll ist, dann sagen die Menschen immer, es ist halb voll. Der Optimist sagt, es ist halb voll. Der Pessimist sagt, es ist halb leer. Und der Wissenschaftler, der würde sagen, das Glas ist doppelt so groß, als es sein müsste. Ah. Das war der Gag. Das war schön. Ja, okay, ganz spontan. Danke. Lass mich dir noch zwei Fragen stellen. Ja. Also zum einen, jetzt haben sich hier alle gemeldet bei der Frage, darf es witzig sein? Ne? Alle haben gesagt, jawohl, jetzt haben wir hier aber natürlich auch ein besonders tolles Publikum. Und es ist doch schon so, dass viele WissenschaftlerInnen ihre Forschung sehr ernst nehmen und gar nicht auf die Idee kämen, da humorvoll dran zu gehen. Hast du da Verständnis für? Habe ich Verständnis, absolut. Ja, wie gesagt, man muss irgendwie so die Art haben, um das zu machen. Also wenn jemand sich nicht wohl dabei fühlt, dann sollte er es auf keinen Fall tun, weil Authentizität ist einfach das Wichtigste. Ich weiß auch nicht, ob ich das besonders gut oder schlecht mache, ich fühle mich aber dabei wohl und dann müssen es die Leute ertragen, dass ich auf der Bühne versuche, Wissenschaft irgendwo auch humorvoll rüberzubringen. Ich finde, du machst das sehr gut. Danke. Oder er macht das sehr gut. Das war jetzt Fishing for Compliments. Ein bisschen. Aber ich glaube, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann sollte man es nicht tun. Ja, okay. Und bei diesem schmalen Grat, von dem du gesprochen hast, zwischen Humor und Albernheit, hast du da noch eine Faustregel? Also wir haben ein paar Sachen schon gesehen. Genau, wenn wir die letzte Folie noch mal drauf machen können, die ist jetzt gerade verschwunden, wenn das die Technik noch mal kurz hinwuppt, dann würde ich tatsächlich den Navig-Pfeil, der auf der letzten Folie zu sehen war, nutzen, um das vielleicht zu erklären. Ja, ob es eine Faustregel gibt, ich würde sagen, wenn man witzig sein will, man hat ja immer ein Thema und es hängt sehr stark vom Thema ab. Wie gesagt, sensible Themen, das ist schwierig. Man muss sich überlegen, okay, welchen Stil habe ich selber, welchen Stil will ich wählen? Und da kann humorvoll natürlich funktionieren, kommt aber auch aufs Medium an. Ja? Funktioniert auf Social Media zum Beispiel super, irgendwie witzig zu sein. Funktioniert jetzt, keine Ahnung, gut, bei einem förmlichen Anlass, gut, heute Abend funktioniert das, weil wir alle cool sind, aber funktioniert vielleicht bei einem Kongress oder bei einer wissenschaftlichen Konferenz vielleicht nicht, dann ist das Medium einfach nicht passend. Und natürlich, klar, die Zielgruppe, wenn das Wissenschaftler sind oder Politikerinnen sind, die einfach in dem Moment jetzt gerade was Seriöses über Wissenschaft lernen wollen, dann muss man sich vielleicht mit den Karlauern ein bisschen zurückhalten. Mhm. Aber ich glaube, der Navig-Pfeil kann da echt helfen. Ja, sehr gut, danke. Und wenn jetzt Forschende sagen, ich wünschte, ich könnte das, was ich da tue, ein bisschen unterhaltsamer präsentieren und vielleicht sogar witzig. Ja. Hast du da eine Idee, wie kommt man denn da hin? Also gibt es eine Methode, um lustiger zu werden?
Ich glaube, es gibt keine Methode, um lustiger zu werden. Ich glaube, jeder hat einen Humor in sich. Und wenn man es einfach mal ausprobiert, einfach mal beim Science Slam mitmachen, da kann nichts passieren. Die Leute sind immer dankbar, wenn auch Neulinge sich auf die Bühne trauen und sagen, hey, jetzt probiere ich es mal mit dem Science Slam. Oder es gibt auch andere witzige Formate. Ja, einfach mal ausprobieren. Mhm. Ich habe jetzt ja einige Ideen gezeigt. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal los. Ja, super. Ich glaube, da kann nichts schief gehen. Ganz herzlichen Dank, Christian Scharun. Dankeschön. Ganz schön künstlerisch heute. Die hier im Raum sind, haben wahrscheinlich schon beobachtet, dass da oben am Rande der Bühne noch was ganz Besonderes läuft. Und für die virtuell zugeschaltet sind, haben wir jetzt, glaube ich, auch einmal eine Kamera, die das zeigt, was hier passiert. Das ist Sandra Schulze und sie zeichnet während dieser Veranstaltung, diese Technik nennt sich Graphic Recording, sie zeichnet mit, was hier so passiert. Jetzt gerade geht es noch um den Science Slam. Gleich geht es weiter mit Karten über und für die PreisträgerInnen, die dann später auch mitbekommen als Erinnerung an den Tag heute. Es wird noch ein kleines extra Highlight geben, über das wir später sprechen. Ihr wisst dann also Bescheid, ja, wenn hier ganz aufregende Dinge an der Seite passieren, dann ist das Sandra, die den Tag für uns heute in kreativer Form festhält. Einen großen Applaus. Danke, Sandra, dass du da bist. Und nach der Wortkunst und der bildenden Kunst kommt jetzt auch noch die musikalische mit dazu. Das Trio, das wir heute hier haben, heißt Space Babes. Ich stelle einmal vor, wer die drei sind. Gabriele Maurer am Saxophon vorhin, jetzt gleich am Gesang. Dann haben wir Marie-Luisa Ehrlich hinten versteckt am Flügel. Und Henriette Torun am Bass. Gabriele, an dich auch noch eine Frage. Euer erster Song hieß ja I Need a Doctor. Purer Zufall oder steckt da etwa ein Konzept dahinter? Naja, also ein offensichtlich Konzept gibt es schon bei der Songauswahl. Es hat sich dann aber im Rechercheprozess noch eine zweite Ebene geöffnet, der war ich mir auch gar nicht so bewusst, nämlich in allen Songs geht es auch um Kommunikation tatsächlich. Ha. Also bei I Need a Doctor, wahrscheinlich jüngere Generationen, wenn nicht sogar alle hier kennen diesen Song. Ich hoffe, niemand ist enttäuscht, dass heute nicht gerappt wurde, aber es ist ja eigentlich ein Rap-Text. Und beschreibt so die Beziehung zwischen Eminem und Dr. Dre. Und das fand ich relativ interessant auch, dass der Song zu einer Zeit entstanden ist, wo kein anderer Producer mit Eminem arbeiten wollte. Und da hat Dr. Dre einfach schon Potenzial gesehen, wo es andere noch nicht gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Forschung oder auch in der Wissenschaft häufig ähnlich passieren kann, nämlich dass man etwas sieht oder von einem Projekt begeistert ist und vielleicht erst noch andere überzeugen muss, beziehungsweise es nicht immer so einfach ist, alle von dem eigenen Vorhaben zu überzeugen. Und auch beim nächsten Song ist Kommunikation ein großes Thema. She blinded me with science. Blinding someone with science ist ein britisch-englischer Ausdruck und bedeutet so viel wie extra komplexe Sprache benutzen, um das Gegenüber zu verwirren. Also wir haben genau das, was wir hier nicht wollen. Aber genau. Im Song ja. Im Song ja, genau. Da geht es eben um einen Scientist und eine Scientistin und die beiden schaffen es irgendwie nicht ganz auf einer Augenhöhe zu kommunizieren. Und das war schon auch so ein bisschen das Thema dann einfach für uns, weil klare Kommunikation, es ist einfach absolut wichtig, wie wir auch beim Science Slam gesehen haben, gerade mit all den Schwierigkeiten, mit denen wir in unserer Welt und auch in der Allgemeinbevölkerung so konfrontiert sind. Es ist einfach wichtig, klar und transparent zu kommunizieren, auch um Hürden abzubauen. Und niederschwellige Kommunikation ist halt auch einfach so ein demokratischer Stützpfeiler. Deswegen passt unsere Songauswahl heute eigentlich perfekt. Dankeschön für diese tolle Songauswahl, dass du uns mit reingenommen hast in eure Gedanken dahinter. Und jetzt freuen wir uns auf eure Musik. Hier sind die Space Babes. Yeah. Danke. Failed me in biology, yeah.
when I'm dancing close to her. Tubes and wires and careful notes, it's gone because she blinded me with science when she turned her eyes to me as deep as any ocean, as sweet as any harmony. Oh, she blinded me with science, yeah, she blinded me with science. Dankeschön. Ich bin hier. Unsympathische Chatbots, wandernde Fische und Gehirnmanipulation. Das sind nur ein paar Stichworte, die uns aber schon zeigen, jetzt wird es vielseitig, jetzt wird es spannend. Wir kommen zum zentralen Teil dieser Veranstaltung, zur Preisverleihung. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden wir gleich, wie die schon häufiger dabei waren, das schon kennen, in kleinen Einspielfilmen vorstellen. Und ich unterhalte mich danach mit Ihnen. Die Fachbereiche haben wir alphabetisch geordnet. Und ich muss eigentlich nur noch die Frage stellen, sind alle bereit? Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, alle bereit? Ja, die anderen auch? Kann es losgehen? Okay, dann starten wir traditionell mit Biologie und mit einem Hoch auf verpflichtende Berufsberatung. Hier ist Jan Niklas Hansen. Interessanterweise hätte ich niemals molekulare Biomedizin studiert, wenn ich nicht in der Schule eine Berufsberatung gehabt hätte, pflichtmäßig. Und da bin ich hingegangen und habe gesagt, ich finde Medizin spannend, aber ich möchte nicht Arzt werden. Und da hat die Dame, die mich da beraten hat, gesagt, dann ist der Studiengang eigentlich genau das, was du möchtest. Und habe ich das gemacht. Ich untersuche das primäre Zilium, das ist ein winziges Haar, was auf fast jeder unserer Körperzelle vorkommt, und möchte verstehen, welche Funktion das hat und welche Mechanismen in diesem primären Zilium ablaufen. Wenn die Zilien in der Niere defekt sind, dann wird zum Beispiel vermutet, dass die Zilien
den Fluss von Urin durch die Nierenkanälchen falsch wahrnehmen, also zum Beispiel davon ausgehen, dass viel mehr Flüssigkeit entlang fließt, als wirklich entlang fließt. Und in der Folge kommt es dazu, dass die Niere ihre normale Funktion nicht mehr vollständig oder irgendwann auch gar nicht mehr ausüben kann. Das heißt, es kommt zu einem Nierenversagen. Um den Signalmechanismus von primären Cilium aufzuklären, musste ich sehr viele verschiedene Methoden kombinieren. Mikroskopie, Optik oder lichtsensitive Enzyme. Das fand ich aber auch sehr reizend an dem Projekt, dass es so interdisziplinär ist. Diese Enzyme sind sehr sensitiv, mit denen ich arbeite. Und das heißt auch, dass man sehr schnell sein muss. Vor allem, wenn man größere Experimente macht mit sehr vielen verschiedenen Bedingungen, dann muss man eigentlich schon fast im Team arbeiten, weil man ansonsten die Geschwindigkeit nicht erreicht, alle Proben gleichzeitig zu verarbeiten. Die größte Herausforderung ist, die Signale, die aus dem Cilium kommen, zu messen, unabhängig vom Zellkörper. Und das ist so schwierig, weil das Cilium so klein ist. Das kann man sich ganz gut mit so einer Filmleuchte vorstellen. Also wenn ich in dieser Filmleuchte das Cilium jetzt hätte, dann wäre das eine einzelne kleine LED und die ganze Filmleuchte wäre die Zelle. Es ist also sehr schwierig, nur eine LED zu vermessen, wenn alle LEDs an sind. Und ich habe eine Methode entwickelt, die es uns ermöglicht, gezielt nur diese eine LED zu vermessen. Ich bin sehr gerne in der Natur, hole mir also das Tageslicht dann zurück. Mein neuestes Hobby ist Cross-Country-Skifahren. Das ist einfach toll, weil man in dieser Umgebung ist, wo niemand ist, alles ist weiß, man gleitet da so durch, das ist richtig schön. Was mich in meiner Forschung antreibt, das ist diese Detektivarbeit, die man macht, Sachen zu verstehen, die ist manchmal sehr zäh, also wenn man lange eben keinen Durchbruch hat, aber wenn man dann was versteht, dann ist das ein unglaublich tolles Gefühl und das treibt mich auch weiterhin an. Das primäre Cilium, Jan. Ich habe davon noch nie vorher gehört. Liegt es an mir? Habe ich da eine riesen Wissenslücke oder ist das hochgradig unterschätzt? Ich glaube, es wurde wirklich lange unterschätzt, aber das liegt einfach daran, dass es so klein ist und es so schwierig ist, es zu vermessen. Wir kennen es schon seit den 1950er Jahren ungefähr, aber lang wusste einfach keiner, was es tut. Und jetzt können wir uns das etwa so vorstellen, dass wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs sind und wir unser Handy nicht mehr haben, das wäre etwa so, wie wenn unsere Zelle ihr primäres Cilium verliert. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir sind oder was wir überhaupt gerade machen wollten oder welche Aufgabe wir haben. Ich glaube, für die im Chat ist es noch angenehmer, wenn du das Mikro noch einen Tick näher an den Mund nimmst, dann hören wir dich alle noch besser. Und lass mich noch mal besser verstehen, welche Bedeutung haben denn diese Cilien jetzt auch über die Nierenkrankheit hinaus, die du untersuchst? Ja, die primären Cilien sind wahrscheinlich für fast alles wichtig in unserem Körper. Zum Beispiel können wir anfangen mit der Embryonalentwicklung. Wenn primäre Zilien da defekt sind, dann kommt es zum Beispiel zur Fehlbildung. Also dazu, dass wir vielleicht einen Finger mehr haben oder eine Deformation des Skeletts. Das kann passieren. Und später treten halt auch andere Erkrankungen dann auf, die aber darauf beruhen, dass das Zilium defekt ist. Und das kann fast jedes Organ betreffen. Jetzt hast du schon im Film geschildert, dass es schwer war, eine Methode zu entwickeln, um das zu messen. Es ist dann gelungen und ich weiß, es ist schwierig, aber könntest du es ganz kurz zusammenfassen, wie es dann geklappt hat? Ja, das kann ich machen. Also erstmal, um das primäre Cilium zu messen, brauchen wir eigentlich die besten Mikroskope, die wir zurzeit haben. Zum Beispiel, wenn wir über einen Zeitverlauf einen bestimmten Stoff, der im Cilium ist, verfolgen wollen, dann müssen wir einen Spinning Disc Confocal Microscope nehmen. Das ist einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr genau und kann uns ein 3D-Bild live liefern. Und die große Herausforderung war dann aber, dass wir das auch noch auswerten müssen. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich ein Problem heutzutage. Wir können tolle Bilder erzeugen, aber wir müssen die Bilder auswerten. Und ich habe ein Computerprogramm entwickelt, was halt in der Lage ist, dieses kleine Cilium da drin zu finden und dann zu vermessen. Stark. Jetzt darf ich verraten, dass du nicht zum allerersten Mal mit Wissenschaftskommunikation zu tun hast. Das war nicht das Erste, was du in dem Bereich gemacht hast. Womit hat es bei dir angefangen und warum magst du Wissenschaftskommunikation so gern? Ja, im Grunde es hat schon angefangen, bevor ich überhaupt Wissenschaftler wurde, weil ich schon immer gerne Texte geschrieben habe und Sachen erklärt habe. Und deshalb ist es eigentlich schön, dass ich jetzt auch wieder einen Text einreichen konnte. Und habe aber auch mal Science Slams gemacht oder moderiert und bin auch begeistert dabei, Wissenschaft zu erklären. Vielen herzlichen Dank. Das war ein spannender erster Einblick von Jan Niklas Hansen. Einer von drei Jans heute, die heute ausgezeichnet werden. Der nächste kommt jetzt. Der kommt aus dem Bereich Chemie. Und es handelt sich hier um Jan Gabriel Felber.
Man kann in dem, was man imstande ist zu tun, kann man immer nur einen kleinen Teil erreichen. Und es geht eigentlich nur darum, den richtigen Abnehmer für seine Forschung zu finden. Also Forschung in kleinen Stücken, die dann einfach da sind, die Leute benutzen können. Die Interaktion von organischen Molekülen, die hergestellt werden, also synthetischen Molekülen, mit einem biologischen System ist für mich sehr faszinierend und unfassbar faszinierend. Ich finde, das hat sehr viele spannende und für die Gesellschaft hilfreiche Punkte. Innerhalb der Doktorarbeit habe ich einen neuen molekularen Mantel gebaut, mit dem man gezielt Krebsmedikamente anschalten kann, und zwar in biologischem Umfeld. Krebsmedikamente sind häufig sehr starke Giftstoffe. Deswegen versuchen Forscher auf der ganzen Welt, Mechanismen zu finden, wie man diese Giftstoffe gezielt nur da freisetzen kann, wo der Krebs bekämpft werden soll. Das Modellsystem war ein fluoreszierender Farbstoff, der mit dem molekularen Mantel verpackt inaktiv ist und nach Abspaltung des Mantels leuchtet. Daraus kann man eben schließen, dass ein Krebswirkstoff, der in denselben molekularen Mantel eingepackt ist, auch in diesem selben Krebsumfeld freigesetzt wird. Und nur bestimmte Enzyme im Krebsgewebe sind in der Lage, den molekularen Mantel aufzubrechen und dann den Wirkstoff freizusetzen. Ein Labor ist von innen natürlich manchmal etwas bedrückend, weil wir haben 8 Pumpen im Labor, die alle brummen. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich Experimente einteilen und dann kann man sich Zeit schaffen, um das Münchner Umland zu genießen. Speziell Bergwandern hat sich in der Arbeitsgruppe sehr, sehr etabliert. Und über weite Zeit hatten wir eine sehr, sehr gute Stimmung in der Gruppe. Und es ist toll, wenn man von Kollegen dann Input bekommt, der hilfreich ist. Oft sieht man die Dinge nicht sofort selbst, sondern braucht Hilfe. Ich finde, der Klartextpreis ist eine ganz tolle Möglichkeit für Wissenschaftler, ein bisschen in die Welt hinauszugehen und ihre Geschichte auf eine andere Art zu erzählen. Aber ich finde auch, dass es eine Verantwortung für Wissenschaft ist, in der Gesellschaft präsent zu sein und für eine breitere Öffentlichkeit auch Wissen zu schaffen. Ich habe mal diesen Schlüssel mitgebracht von einem Mainzer Weinkeller. Wenn wir Krebswirkstoffe vergleichen mit so einem Schlüssel, was unterscheidet eure Herangehensweise, euren Wirkstoff von herkömmlichen? Es ist echt cool, dass du den dabei hast, weil also in dem Bild, das ich gezeichnet habe, ist der Schlüssel tatsächlich das Krebsmedikament an sich, der in ein bestimmtes biologisches Schloss passt und dann einen Effekt hat. Und unsere Idee oder unsere, sagen wir mal, im Bild gebliebene Beschreibung war, den Schlüssel so zu verpacken, dass er erst freigesetzt werden muss, sodass er, wenn er noch verpackt ist, nicht wirkt und durch die Verpackung erst die Wirkung freigesetzt wird. Genau. Und das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, doch auch, dass Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen deutlich reduziert werden könnten, oder? Genau, also es ist halt das große Problem, dass Krebswirkstoffe meistens hochtoxische, hochpotente Mittel sind und die große Herausforderung ist, Nebenwirkungen für Krebstherapie zu senken. Und ja, das ist unser Ansatz gewesen, aber es gibt natürlich hunderte, tausende Wissenschaftler, die das versuchen. Und da gab es auch große Schritte in den letzten Jahren, sodass zu erwarten ist, dass sich da einiges tut. Ja, was ja wünschenswert wäre, ich habe kürzlich ein Cortison verschrieben bekommen, habe dann gefragt, wirkt das denn speziell an der Stelle, wo es hin soll? Und dann meinte der Arzt, nö, das wirkt dann im ganzen Körper. Ja, da frage ich mich jetzt natürlich auch, lässt sich das ausrollen auf andere Arten von Medikamenten oder seid ihr auf Krebstherapie festgelegt? Nee, das ist genau einer von den großen, sagen wir mal, Versprechen von dem Konzept, das ich verwendet oder das ich entwickelt habe. Dieses System sollte so modular sein, dass der Schlüssel am Ende ausgetauscht werden könnte und dass der Mantel den entscheidenden Effekt hat, sodass man auch Cortison, was natürlich kein Krebsmedikament ist, genauso adressieren kann. Cortison ist natürlich ein bisschen ein spezielles Beispiel, ist weil tricky, es am Ende... Das war jetzt fies. Nee, es ist sehr anschaulich, es ist eben kein Krebsmedikament, genau. Ja, okay. Du bist inzwischen ja nicht mehr in der universitären Forschung aktiv, sondern bist weitergezogen. Wie werden deine Ergebnisse denn jetzt weiterverfolgt und kannst du dein Wissen da noch weiter einbringen? Also es sind zwei Punkte. Unser Projekt in der Uni, in meiner Forschungsgruppe, geht weiter. Ich habe viele Kollegen, die sehr ähnlich daran geforscht haben und wir haben auch Kollaborationspartner aufgebaut, die das weiterführen. Und ich selbst bin jetzt in einem pharmazeutischen Biotech-Unternehmen in München seit einer Woche oder sehr, sehr kurz. Okay. Und tatsächlich machen wir was sehr Ähnliches, indem wir einen anderen Schlüssel in einem
ähnlichen Material verpackt, zusätzlich noch mit Antikörpern ausstatten, die den Krebs sehr selektiv erkennen. Und genau, also so wie ich vorhin gesagt habe, es gibt eben sehr viele sehr moderne, neue Ansätze, die man alle kombinieren kann. Und das werde ich jetzt auch weiter tun. Wir werden viel von dir erwarten. Ganz herzlichen Dank, Jan-Gabriel Felber. Bleibt noch einen Moment bei mir. Und wir reisen weiter, und zwar nach Nordfriesland mit Anna-Katharina Miesner. Hier ist unsere Preisträgerin im Bereich Geowissenschaften. Ich mag die Menschen hier, ich mag die Einfachheit, ich mag die Weite der nordfriesischen Natur. Das Watt ist viel mehr als nur Schlick und Matsch. Wenn man sich das ganz genau anschaut, sieht man überall Leben im Watt. Also das Watt hat die gleiche Biomasseproduktion wie die tropischen Regenwälder. Bei meiner Doktorarbeit habe ich versucht, Vorhersagen zu machen für eine Fischart im Nordatlantik, den blauen Wittling. Im Großen und Ganzen habe ich mir angeschaut, ob man die räumliche Verteilung analysieren kann und vorhersagen kann. Der erste Schritt war erstmal zu verstehen, wie sich die Verteilung anhand der Umwelt verändert. Dazu habe ich statistische Modelle benutzt, die nennt man auch Artenverteilungsmodelle, die ich dann mit den Larvendaten von über 55 Jahren gefüttert habe. Im zweiten Schritt habe ich dann geschaut, können wir das Meeresklima in dem Laichgebiet vom Blauen Wittling vorhersagen. Solche Vorhersagen macht man mit großen Ozeanmodellen. Ich habe da vom Max-Planck-Institut das Erdsystem benutzt. Erdsystemmodelle sind komplexe Computermodelle und die repräsentieren das globale Klimasystem. Man braucht ein biologisches Modell, was beschreibt, wie ist die Verbindung zwischen dem Klima und der Art. Und dann braucht man noch das Klimamodell an sich, was Vorhersagen von den physikalischen Variablen wie der Temperatur und dem Salzgehalt machen kann. Also auf der einen Seite wusste ich, es ist das Meeresklima, was die Verbreitung von Blauem Wittling beeinflusst. Zum anderen wusste ich, dass man das Meeresklima auch vorhersagen kann. Und wenn man diese zwei Komponenten zusammenbringt, kann man biologische Vorhersagen machen. Biologische Vorhersagen haben auf jeden Fall das Potenzial, die Fischerei nachhaltiger zu gestalten und auch klimaresilienter zu machen. Nachhaltigkeit liegt mir sehr am Herzen und mir ist es wichtig, meinen Kindern auch zu vermitteln, wie kostbar die Natur ist. Jedes Lebewesen ist wertvoll und wir brauchen jeden Baustein in der Natur, sei es die allerkleinste Wattschnecke bis zum größten Seeadler. Ich habe während meiner ersten Elternzeit eine Ausbildung gemacht zum Birdwatching Guide. Also ich darf jetzt Vogeltouren machen und das macht mir auch total Spaß. Weil besonders an Zugvögeln kann man sehr gut sehen, wie alles zusammenhängt. Wissenschaftskommunikation liegt mir sehr am Herzen. Ich finde es super, wenn man nicht nur was Neues erforschen kann, was Neues entdecken kann, sondern das auch teilen kann. Ich finde es schön, wenn man alle Menschen für so eine Forschung auch begeistern kann und ihnen zeigen kann, was gibt es alles, wofür werden die Steuergelder auch ausgegeben. Die Beobachterin von Vögeln und Fischen. Meine Tochter würde jetzt sagen, und was ist dein Lieblingstier? Ja, und die Frage ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Ich habe gar kein Lieblingstier. Ich mag Tiere generell. Okay, und vor allem die im nordfriesischen Gebiet? Ach, gar nicht mal. Gar nicht mal. Okay. Halt. Ich musste eben bei dem Film an diese Bauernregeln denken. Also sowas wie, wenn die Schwalben tief fliegen, dann gibt es Regen. Ist das auch schon eine biologische Vorhersage? In gewisser Weise ja und in gewisser Weise nein. Also du hast ja schon gesagt, genau, ob man mit den Schwalben das Wetter zum Beispiel vorhersagen kann. Und bei mir ging es ja genau andersrum. Also ich hatte nicht, bei mir war es so, dass ich geschaut habe, die Art angeschaut habe und die Verbindung gesehen habe zwischen dieser Tierart, in dem Fall dem Fisch. Das kann man ja auf alle möglichen Tiere auch ausweiten. Und dann zu sehen, wenn ich eine Verbindung finde zwischen der Tierart und dem Klima, kann ich dann eine Vorhersage für die Art machen. Mhm. Aber es wäre spannend zu sehen, ob die Bauernregeln, ob die auch stichfest sind, wenn man da mal wissenschaftliche Messlatte auch anlegen würde. Auch ein das spannendes Thema, ganz bestimmt. Ja. Jetzt dachte ich gerade an diese Apps für Pollenflug, also für Allergiker, wo wir eine Vorhersage bekommen. Wie sieht es aus mit den Pollen? Wäre das ein mögliches Ergebnis deiner Arbeit, zu sagen, wir haben jetzt eine Art App für Fischfang? Oder was hast du noch für Visionen dafür? Also die Art, die ich erforscht habe,
habe ich aufgrund der Daten benutzt natürlich, weil ich so eine tolle Datengrundlage hatte. Mhm. Die ist leider nicht sexy genug, um dafür eine App zu machen, eine Vorhersage. Da interessieren sich nicht genug Leute für. Mhm. Aber die Wissenschaftler, ich habe die Vorhersage gemacht für die Wissenschaftler, die rausgehen, mhm, um nachher die Fangquoten zu ermitteln. Es gibt allerdings für Wale gibt es Apps, für Thunfische gibt es, mhm, Apps inzwischen, die auf diesen biologischen Vorhersagen dann fußen, wo man dann später sehen kann auf Karten, auf seinem Telefon, wo ist die Tierart, wo muss ich aufpassen mit meinem Schiff, dass ich nicht gegen mit einem Wal zusammenstoße, das sind nämlich tatsächlich Probleme, oder wo dürfen die Fischer wirklich dann Fische fangen, wo sie die Quoten haben. Ganz herzlichen Dank, Anna Miesner. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wann immer wir jemanden kennenlernen, vielleicht heute auch schon so erlebt, machen wir uns ein Bild von unserem Gegenüber, und zwar sofort innerhalb von wenigen Sekunden. Und dieses Bild ist nur noch schwer zu korrigieren. An dieser Stelle kommt jetzt Sarah-Therese Völkel ins Spiel mit dem Fachgebiet Informatik. Sie hat nämlich herausgefunden, nicht nur andere Menschen bewerten wir sofort, sondern auch Maschinen. Hello. Wenn Menschen auf Maschinen treffen, die Sprache verwenden, also zum Beispiel Roboter, Sprachassistenten, Chatbots, dann weisen wir ihnen ganz unterbewusst eine Persönlichkeit zu. Diese Persönlichkeitszuweisung passiert in den allerersten Sekunden und wir können die nicht unterdrücken. In meiner Doktorarbeit habe ich untersucht, was sind denn Persönlichkeiten von Chatbots und Sprachassistenten und wie können wir verschiedene Persönlichkeiten entwickeln, mit denen Menschen besonders gerne interagieren. Ich erzähle dir ein Geheimnis. Ich habe eine Persönlichkeit. Um zu gucken, ob wir menschliche Persönlichkeit einfach so auf Maschinen übertragen können, haben wir einen neuen systematischen Ansatz entwickelt. Wir haben uns angeguckt, mit welchen Wörtern beschreiben Menschen die Persönlichkeitseigenschaften von Sprachassistenten. Diese Persönlichkeitsdimensionen, die stimmen nicht mit den menschlichen überein. Und deshalb konnten wir quasi unsere Vermutung bestätigen, dass sich eben menschliche Persönlichkeit nicht einfach so auf Maschinen übertragen lässt. Wir haben dann diese Sprachassistenten mit diesen Persönlichkeiten, die wir entwickelt haben, getestet. Und dafür haben wir Menschen in realen Situationen gebeten, diese Sprachassistenten auszuprobieren und uns danach zu beschreiben, wie sie denn die Persönlichkeit wahrgenommen haben. Also wir versuchen, mit Menschen zu reden, um auch wirklich so einen tiefen Einblick zu bekommen, was denkt die Person, wie würde sie sich verhalten. Nach manchen Sachen kann man fragen, aber manchmal muss man es ein bisschen versuchen, anders rauszufinden, weil wir können ja auch nicht immer alles direkt gleich so beantworten. Und da Lösungen für zu finden, ich glaube, das ist das, was mich am meisten an diesem Fachbereich interessiert. Als Ausgleich ist mir zum einen Sport sehr wichtig, dann mich mit Menschen zu treffen, meine Freundinnen und Freunde, meine Familie. Kreativität hat für mich auch mal eine große Rolle gespielt. Gerade das Zeichnen, Malen ist für mich auch mal eine andere Möglichkeit, um den Gedanken freien Lauf zu lassen. Mir ist ganz wichtig, dass wir Wissenschaft Menschen erklären können auf eine Art und Weise, die sie verstehen. Also, dass wir ihnen so viele Informationen geben, dass wir sie einerseits nicht überfordern und dass sie andererseits informierte Entscheidungen treffen können. Eine der möglichen Gefahren, wenn wir so Persönlichkeiten systematisch erstellen können, ist, dass das auch ausgenutzt werden könnte, um jetzt beispielsweise Menschen zu manipulieren. Also wir als Gesellschaft sollten uns frühzeitig über die positiven, aber auch eben über die negativen Seiten davon Gedanken machen. Jetzt für mich als Kommunikationstrainerin auch ganz besonders spannend, das Thema. Also du sagst, dass sich menschliche Persönlichkeit nicht einfach auf Maschinen übertragen lässt. Jetzt wüsste ich gerne, wo sind da die Grenzen? Weil bei Menschen gibt es ja schon bestimmte Facetten, wo wir sagen können, das wirkt allgemein attraktiver oder positiver auf andere, wie ein offenes Lächeln oder Wärme in der Stimme oder Ähnliches. Wo sind die Grenzen der Übertragbarkeit? Also ich glaube, über eine so eine Grenze haben wir vorhin schon sehr viel gehört, und das ist nämlich der Humor. Also wir waren, aha, uns zwar alle einig, dass Wissenschaftskommunikation oft von Humor profitiert. Bei Chatbots und Sprachassistenten sind sich die Menschen da nicht so sicher, ob die Humor haben sollen, aha, und ob sie es dann auch gut rüberbringen. Oft wird das stattdessen ein bisschen roboterhaft wahrgenommen. Auch sowas zum Beispiel, ob
wir jetzt gerne hätten, dass Siri oder Alexa uns sagen, dass sie uns lieb haben, während wir das vielleicht bei Menschen als warmherzig empfinden, bin ich mir nicht so sicher. Also manche Verhaltensweisen, manche Persönlichkeitseigenschaften lassen sich gut übertragen, bei anderen ist es schwierig. Daran finde ich jetzt interessant, dass wir doch wahrscheinlich das mögen, wie wir selbst auch sind. Also warmherzige Menschen finden es vielleicht schön, wenn Alexa sagt, ich hab dich lieb. Und sehr humorvolle Menschen wie der Christian fänden es cool, wenn sein Chatbot mit ihm Spaß macht. Ne? Jetzt ist die spannende Frage doch, kann das nicht personalisiert werden? Also könnte eine Maschine auslesen, wie ich ticke als Mensch und sich anpassen? Also ich denke schon, dass das Maschinen irgendwann können werden. Das ist auch so die Vision meiner Doktorarbeit gewesen. Mhm. Aber tatsächlich ist es nicht unbedingt so, dass Menschen jetzt immer genau das mögen, was sie selber für eine Persönlichkeit haben. Wir haben auch so gestartet, haben gedacht, gleich und gleich gesellt sich doch gerne. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel mal überlegt, wenn ich jetzt selber ein bisschen schusselig bin oder vergesslich, will ich wahrscheinlich trotzdem keinen Sprachassistenten, der meine wichtigen Termine vergisst. Also wir haben herausgefunden, es gibt sehr viele individuelle, unterschiedliche Präferenzen, aber das ist ein bisschen individueller als jetzt nur, dass es genau meine Persönlichkeit sein sollte. Mal uns mal ein Bild, wie könnte so eine personalisierte KI-Kommunikation der Zukunft aussehen? Also für mich sind da vor allen Dingen die Chancen, wenn wir auf individuelle Bedürfnisse eingehen wollen. Also wenn wir uns zum Beispiel sowas vorstellen, wie wir haben einen Hausaufgaben-Chatbot oder Sprachassistenten und der weiß genau, wie er unterschiedliche Kinder zu motivieren hat. Also die einen mögen es vielleicht, so einen kleinen Witz zwischendurch, die anderen mögen es vielleicht lieber, wenn der Sprachassistent sehr, sehr ruhig vorgeht, sie zwischendurch ermutigt, lobende Worte spricht. Mhm. Also ganz viele Szenarien, in denen es individuelle Bedürfnisse gibt. Und das bietet dann aber auch die Möglichkeit der Manipulation. Genau. Also wenn wir jetzt einen Sprachassistenten haben, der genau weiß, wie ich ticke und mir aber die ganze Zeit ja tolle Ratschläge gibt, dann vertraue ich dem wahrscheinlich ziemlich schnell. Wir haben ja eh schon in der Gesellschaft ein gewisses Problem mit so Falschinformationen online. Mhm. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass das jetzt von meinem eigenen persönlichen Sprachassistenten kommt und uns jetzt sowas wie so Wahlkampfszenarien oder so oder uns überlegen, dass ein Chatbot gehackt werden könnte, dann glaube ich, müssen wir uns als Gesellschaft schon noch überlegen, was sind Gefahren von so einer Manipulation. Letzte Frage. Du arbeitest mittlerweile bei Google. Kannst du die Ergebnisse deiner Arbeit dort auch einfließen lassen? Ja, auf jeden Fall. Also ich arbeite inhaltlich an anderen Themen, aber gerade so die Methoden, die Ansätze, die lassen sich sehr gut übertragen und halt so dieses Wissen, dass es die eine perfekte Kommunikation zwischen Mensch und Maschine eigentlich nicht gibt, sondern dass wir immer auf individuelle Bedürfnisse eingehen müssen. Hochspannendes Thema. Ganz herzlichen Dank, Sarah Völkel. Danke. Mal uns mal ein Bild, habe ich eben zu Sarah gesagt und das metaphorisch gemeint. Aber mal uns mal ein Bild, diese Aufforderung hält tatsächlich auch immer mehr Einzug in die Arbeit von Forschenden. Damit kommen wir dann zu unserer noch recht jungen Rubrik Infografik. Zum zweiten Mal wird der Klartextpreis in diesem Jahr in dieser Kategorie verliehen. Heute an den dritten Jan, an Jan Ruland. Und er macht das Kleine für uns ganz groß. Das Tolle an der Mikroskopie ist, dass man direkt quasi dem Leben zugucken kann. Man kann live bei Prozessen, die ablaufen, zuschauen. Alles ist konstant in Bewegung, am Wackeln, am Schwimmen. Ich wollte mir angucken, wie diese großen molekularen Maschinen, die die genetische Information übersetzen, selbst erstellt werden. Diese großen molekularen Maschinen heißen Ribosomen. Und das Spannende bei diesen ist, dass sie innerhalb des Zellkerns produziert werden, aber am Ende außerhalb des Zellkerns ihre Arbeit verrichten. Und deswegen ist hierbei auch ein entscheidender Schritt der Transport aus dem Zellkern raus. Und diesen Schritt wollte ich vor allem beobachten, wie so ein großes Partikel durch so eine sehr kleine Pore transportiert wird. War schon eine große Herausforderung, diesen Prozess abzubilden, da das Ereignis, das ich beobachten möchte, relativ selten passiert. Aber als ich ihn dann tatsächlich beobachtet habe, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Dann war ich auch sehr erleichtert und habe den nächsten Jahren ein bisschen entspannter entgegengeguckt. In der Mikroskopie muss man sich immer entscheiden, ob man jetzt seine Probe in einer hohen räumlichen oder in einer hohen zeitlichen Auflösung abbilden möchte. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, als würde man einen Sportler in der Bewegung filmen. Nimmt man diese Bewegung flüssig auf, ist diese dabei immer ein bisschen unscharf. Möchte man das klar haben, muss man einzelne Bilder machen, die dann scharf sind.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich zwei Mikroskopietechniken kombiniert. Bei der einen Technik wird ein Laser auf einen Punkt fokussiert und man guckt sich am Ende auch nur das Licht von diesem einen Punkt an. Und dadurch erhält man ein sehr hoch aufgelöstes Bild. Und die andere Methode, da wird ein Laser in einem steilen Einfallswinkel durch die Probe geschossen und man guckt sich dann nur diese eine Ebene an. Dadurch kann man dann hohe Geschwindigkeiten abbilden. Der große Nachteil der Mikroskopie ist, dass man immer in fensterlosen, dunklen Räumen arbeitet. Auch dann im Sommer bei schönstem Wetter. Aber dafür kann man dann nach der Arbeit mit den Kollegen schön draußen noch Zeit verbringen, ein bisschen Badminton spielen. Die Arbeit generell hier ist sehr interdisziplinär. Wir haben Forscher aus der Biologie, aus der Physik, aus der Chemie. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch den anderen Fachrichtungen seine eigenen Problematiken, an denen man aktuell arbeitet, simpel und gut visualisiert und erklärt. Für mich ist die Zeit an der Uni jetzt bald vorbei. Ich werde dann demnächst einen neuen Job bei BioNTech anfangen und dort auch weiter Mikroskopietechniken anwenden. Also gute Entscheidung schon mal, was die Städtewahl angeht, kann ich als Mainzerin sagen. Danke. Herzlich willkommen in Mainz und auch beim Klartextpreis. Jetzt lass uns einmal kurz sprechen über das, was du da beobachtet hast, denn das muss ja spektakulär gewesen sein, dieser Durchbruch oder Durchtritt der großen Ribosomeinheit durch eine Kernpore und das unter dem Mikroskop zu beobachten. Sag nochmal, wie war dieser Moment? Der Moment war für mich natürlich großartig, was war ja so das Kernziel auch meiner Doktorarbeit und das zu erreichen. War dann schon ein wichtiger Moment, über den ich mich sehr gefreut habe. Das Ganze war halt so ein bisschen wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, da man das auch nicht direkt am Mikroskop sieht, wenn es klappt, ja, sondern erst hinterher am Computer, wenn man diese beiden Bilder der Mikroskopiemethoden übereinander legt. Mhm. Und genau, aber da war ich dann wirklich sehr glücklich, habe das auch stolz meinen Kollegen präsentiert. Sehr cool. Und dann hast du eine Grafik draus gemacht, du hast sie mitgebracht. Ich halte die mal hoch, du hast ja noch ein Mikro, also halte ich das mal so in die Runde. So sieht das Ganze aus. Im Klartext-Magazin gibt es das Ganze natürlich dann auch noch mal zu sehen, auch für die, die online dabei sind. Aber ich glaube, die kriegen es jetzt eingeblendet. Wieso hast du dich für diese Form der Kommunikation entschieden, also für Grafik statt Text? Ich glaube, also schon immer habe ich irgendwie gern mit Grafiken gearbeitet, so auch als Hobby. Während der Promotion hat sich das dann auch irgendwie als ganz hilfreich erwiesen, um so in einem interdisziplinären Feld meine Forschung zu erklären und was ich so mache, gerade zu den Kollegen. Deswegen habe ich es da meistens dann für die Kollegen gemacht. Und Mikroskopie ist ja auch irgendwie ein visuelles Medium, wo man viel mit Bildern arbeitet. Und da hat sich das dann angeboten, dass ich mit der Grafik hier teilnehme. Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, in der Bilder, in der visuelle Kommunikation eine immer größere Bedeutung bekommen. Hast du den Eindruck, dass es auch von Forschenden zunehmend erwartet wird, auf diese Weise zu kommunizieren? Also ich denke schon, dass es wichtig ist, in Publikationen auf jeden Fall irgendwie die Forschung auch gut, also auch visuell darzustellen. Aber auch für die Allgemeinheit wird es, glaube ich, immer bedeutender, weil Medien ja mittlerweile doch sehr unterschiedlich konsumiert werden und die Tendenz, lange Texte zu lesen, ja doch eher rückläufig ist. Und ich glaube, da kann man mit guten Grafiken schon irgendwie so kleine Wissenshappen schnell vermitteln und auch irgendwie andere Zielgruppen noch mal erreichen. Mhm. Und hast ein bisschen KI eingesetzt? Nein. Nee. Ganz selbst gemacht. Cool. Alles selbst gemacht. Stark. Ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Jan Ruhland. Damit kommen wir zu Mathematik und zu einem Mann mit einer Vorliebe fürs Nachdenken und für unterkühlte Flüssigkeiten. Hier ist Tobias Lehmann. Mathematik ist ja keine empirische Wissenschaft, das heißt, wir brauchen keine Experimente, sondern letzten Endes gewinnen wir neue Erkenntnisse einfach dadurch, dass wir nachdenken. Und das ist natürlich insofern ein Privileg, als dass man nachdenken ja im Prinzip immer und überall kann. In der Straßenbahn, in der S-Bahn kann man nachdenken und im Kopf Formeln hin und her schieben und manchmal kommen einem gute Ideen dabei.
In einem wesentlichen Teil von meiner Dissertation ging es um die sogenannte Dean-Kawasaki-Gleichung. Das ist dem Typ nach das, was wir Mathematiker als eine stochastische partielle Differentialgleichung bezeichnen. Und Physiker haben diese Gleichung seit mehreren Jahren verwendet, um physikalische Phänomene zu modellieren, zum Beispiel das Verhalten von unterkühlten Flüssigkeiten. Normalerweise wissen wir ja und lernen in der Schule, dass Wasser bei 0 Grad Celsius gefriert. Und tatsächlich kann man aber Wasser auch kühlen unter 0 Grad, ohne dass es gefriert, bleibt flüssig. Und dann reichen aber kleine mechanische Reize beispielsweise, um abrupt den Kristallisationsvorgang des Wassers in Gang zu setzen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, diese Gleichung mathematisch zu analysieren. Also üblicherweise heißt das vor allem zu gucken, hat die Gleichung überhaupt Lösungen, und sind mit all diesen Versuchen aber immer wieder gegen eine Wand gefahren, bis dann endlich uns quasi der Durchbruch gelang. Allerdings anders als geplant, insofern als dass wir gezeigt haben, dass es keine Lösungen für die Gleichung gibt. Wenn man zeigt, dass eine Gleichung, von der man eigentlich zeigen wollte, dass sie eine Lösung hat, keine Lösung hat, ist das natürlich in gewisser Weise erstmal eine Zäsur. Zu einem gewissen Teil ein bisschen schockierend, aber letzten Endes zu zeigen, dass eben eine Gleichung keine Lösung hat, ist eben auch eine Erkenntnis, die in der Mathematik durchaus auch wertvoll ist. Mathematik kann belastend sein, auch abends, wenn man eigentlich versucht einzuschlafen. Insofern ist es vielleicht gerade für Mathematiker wichtig, dass man sich auch Freiräume schafft, indem man dezidiert nicht über Formeln und Gleichungen nachdenkt. Für mich waren das ein gutes Buch, vielleicht auch eine Kunstausstellung und natürlich auch gerne mal ein Bier mit Freunden. Es gibt mehr und mehr Akteure, die Wissenschaft heutzutage auch missbrauchen, instrumentalisieren. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass Universitäten und Forschungseinrichtungen transparent erklären, was Forschung ist und wie Wissenschaft funktioniert. So, Tobias, du hast also die Dean-Kawasaki-Gleichung widerlegt. Ich habe mal recherchiert, Herr Kawasaki ist bereits verstorben. Professor Dean dagegen ist gerade erst Ende 40. Hat er sich schon gemeldet? Tatsächlich nicht, also zumindest nicht bei mir und soweit ich weiß auch nicht bei meinen beiden Co-Autoren. Ich würde aber vorsichtig mutmaßen, dass ihm unsere Veröffentlichung zumindest bekannt ist, schlicht weil aufgrund unserer Publikation und der Folgepublikation er auch eine ganze Menge an Zitierungen bekommen hat, die er, glaube ich, auch gerne mitgenommen hat. Hat ihn also vielleicht nicht nur geärgert, das Ganze? Vielleicht auch gar nicht geärgert. Also die Mathematik, die Mathematiker benutzen und die Mathematik, die Physiker benutzen, ist so ein bisschen vielleicht wie Plattdeutsch und Schweizerdeutsch. Also man versteht sich, wenn man will, mit viel Mühe, aber es sind schon teilweise auch unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Jetzt ist gerade schön deutlich geworden im Film, dass Mathematik ja vor allem im Kopf stattfindet. Du brauchst kein Labor dafür, wie die anderen hier. Wie arbeitest du denn üblicherweise? Also mit Stift und Papier oder am Computer oder wie machst du das? Ja, es ist tatsächlich in allererster Linie nachdenken und gelegentlich einen Gedanken zu Papier bringen, also wirklich Zettel und Stift. Auf Platz 2 im Ranking wäre wahrscheinlich sehr old-fashioned Tafel und Kreide, gerade im Dialog mit anderen Leuten, wenn man sich austauscht. Und dann erst abgeschlagen auf Platz 3 vielleicht Computer. Mhm. Oh, spannend, ja. Du bist mittlerweile ja raus aus der Forschung, ne? Du arbeitest in einer großen Bank in der internen Revision. Wie oft denkst du noch an die Dean-Kawasaki-Gleichung? Relativ selten. Also zumindest stochastische partielle Differentialgleichungen spielen jetzt auch in meinem Alltag keine große Rolle mehr. Stochastische Differentialgleichungen, denen begegnet man tatsächlich. Und mit Statistik habe ich auch nach wie vor viel zu tun, mit Machine Learning. Das heißt, die Gleichung selbst nicht, aber mit Mathematik habe ich nach wie vor durchaus zu tun. Es rattert weiter in deinem Kopf. Ja, gerne. Ja. Ganz herzlichen Dank, Tobias Lehmann. Ja, und völlig ohne mathematisches Genie habe ich jetzt eben mal durchgerechnet, dass wir schon zum letzten Preisträger kommen. Ist nur noch einer übrig, und zwar aus dem Bereich Neurowissenschaften. Jetzt geht es ums Gedächtnis, es geht um seltsame Eissorten und um Fahrstühle. Hier ist Philipp Paulus. Ich
dachte eigentlich immer, dass ich Psychotherapeut werden möchte. Dann habe ich aber im Verlauf vom Studium total schnell gemerkt, dass so diese ganzen physiologischen Sachen, die im Gehirn ablaufen, mich eigentlich mega interessieren. Wir haben uns gefragt, ob Vorstellungen von der Zukunft dazu führen können, dass wir schon in der Gegenwart Dinge ganz anders bewerten, als wir das vorher getan haben. Sind Vorstellungen bloße Tagträume oder können wir daraus lernen, wie wir aus echten Erfahrungen lernen? Wir haben die StudienteilnehmerInnen darum gebeten, Orte zu nennen, die sie wirklich aus ihrem echten, tagtäglichen Leben kennen und ganz viele Personen zu nennen, die sie auch aus ihrem echten, wirklichen Leben kennen. Eine Sache, die sich unsere StudienteilnehmerInnen vorstellen sollten, wären zum Beispiel, dass man eine sehr, sehr gute Freundin in einem Fahrstuhl trifft. Also man steht in dem Fahrstuhl, die Tür geht auf und plötzlich tritt da diese sehr gute Freundin in den Fahrstuhl rein. Was wir dann eben zeigen konnten, ist, dass das Auswirkungen darauf hat, wie wir dann den Ort, an dem das Ganze stattgefunden hat, bewerten. Wenn wir also uns was besonders Schönes im Fahrstuhl vorstellen, dann führt das dazu, dass wir hinterher auch dazu neigen würden, den Fahrstuhl als viel beliebter zu bewerten. Meine Frau und ich haben, während ich Doktorand war hier am MPI, 2 Kinder bekommen. Das war mit Sicherheit die schönste Ablenkung von der wissenschaftlichen Arbeit, die man sich vorstellen kann. Aber es war natürlich auch eine große Herausforderung, weil wir beide den Anspruch haben, uns um unsere Kinder zu kümmern. Es ist aber schön zu sehen, dass die Wissenschaft einem eigentlich auch viel Spielraum dafür gibt. Sofern man bereit ist, eben deutlich weniger zu schlafen, als die meisten Menschen das machen. Unsere Vorstellungen von der Zukunft, das sind nicht einfach nur Tagträume, sondern wir können das tatsächlich nutzen als eine Möglichkeit, um unterschiedliche Alternativen vielleicht auszuspielen und durchzuspielen. Wenn wir Himbeereis essen, dann können wir uns daran erinnern, wie Himbeereis schmeckt, wie sich das auf unserer Zunge anfühlt, diese kleinen Kerne von Himbeeren, die da typischerweise drin sind. Und das Spannende ist eben, dass wir das auch machen können, wenn wir Eissorten, spezifische Eissorten vielleicht noch nie probiert haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an sowas denke wie Olivenöl-Eis mit Zitronengeschmack, dann weiß ich ungefähr, wie Olivenöl schmeckt und ich weiß ungefähr, wie Zitronen schmecken. Ich stelle mir dann vor, wie ich diese beiden Zutaten miteinander zusammenpacke und ob ich glaube, dass Olivenöl-Eis mit Zitronen eine besonders gute Idee wäre. Wissenschaft kann nur dann funktionieren, wenn man auch versucht, die Dinge, die man auf einem sehr, sehr komplexen Level in seiner tagtäglichen Arbeit macht, runterzubrechen, sodass es irgendwie verstehbar wird. Insofern hätte sich der ganze Klartextpreis und der Versuch, einen Text dafür zu schreiben, auch deswegen schon gelohnt, weil es einfach eine schöne Sache ist, dass man hinterher auf einen 1,5 Seiten reduzierten Text hat, in dem drinsteht, was ist eigentlich das, was ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe. Wer hat sich gerade Olivenöl-Eis mit Zitrone vorgestellt? Ja, wahrscheinlich fast alle. Es ist jetzt also offiziell, lieber Philipp, ich kann mein Gehirn manipulieren. Das habe ich jetzt gelernt. Also wenn ich das nächste Mal irgendwo hin muss, wo ich es richtig blöd finde, zum Zahnarzt zum Beispiel, dann stelle ich mir einfach vorher vor, ich trinke da mit meiner Freundin Kaffee und dann ist nicht mehr so schlimm, richtig? Ja, plus minus auf jeden Fall schön. Also, das ist mit Sicherheit ein Bestandteil von der ganzen Forschung, die wir gemacht haben, dass wir zeigen konnten, dass es eben durchaus eine ganz relevante Konsequenz hat für unser Verhalten und für das, was in unserem Kopf so los ist, was wir uns tagtäglich so alles vorstellen. Wie weit geht das? Also, wie weit kann ich dann manipulieren, wie ich die Welt wahrnehme? Na, ich glaube, das geht ja total Hand in Hand mit dem, was wir eigentlich so tagtäglich tun. Also das, was wir jeden Tag machen, beeinflusst natürlich das, wie wir die Welt sehen, wie wir sie wahrnehmen und wie wir sie bewerten. Und ich glaube, dass das was ist, was wir schon seit vielen, vielen Jahren wissen, dass das der Fall ist. Und das ist auch das, wie ganz viel Psychotherapie funktioniert. Mhm. Was wir gezeigt haben, ist, dass eben, wenn wir uns ganz bewusst eben hinsetzen und uns was Lebhaftes vorstellen, was in der Zukunft stattfinden könnte und was vielleicht ganz besonders angenehm oder ganz besonders schön ist, dass es eben uns nicht nur dazu motivieren kann, die Sachen tatsächlich auch zu machen, sondern dass es eben im Hier und Jetzt schon Konsequenzen hat. Das heißt, wenn ich mir also vorstelle, beim Zahnarzt meine allerbeste Freundin zu treffen und mit ihr zusammen darauf zu warten, dass ich gleich eine Wurzelbehandlung kriege, dann kann es vielleicht nicht dazu führen, dass ich die Wurzelbehandlung hinterher sonderlich angenehm finde. Aber es wird vielleicht dazu führen, dass ich zumindest den Zahnarzt vielleicht hinterher als einen besseren Ort in meinem Gedächtnis abspeichere. Das ist jetzt ja recht nah dran wieder an der Psychotherapie, wo du ursprünglich hin wolltest. Denkst du da schon über Übertragbarkeit nach und über Verbindungen für die Zukunft? Das ist eine sehr interessante Frage. Also bei uns zu Hause läuft es so, wir haben die Welt geteilt. Meine Frau übernimmt die ganze praktische Tätigkeit, was Psychotherapie angeht. Ah. Und ich übernehme die ganzen Dinge, die normalerweise gar nicht so nützlich sind, also die Grundlagenforschung darstellt. Und das heißt, ich hoffe natürlich, dass ich mit den ganzen, zum Beispiel dem Klartextpreis, den Durchbruch geschafft habe, dass Leute das tatsächlich auch anwenden. Ja. Aber ich muss zugeben, dass die Forschung, die wir im Scanner machen, vielleicht auch ein bisschen weiter davon entfernt ist, was dann tatsächlich Personen in Wirklichkeit zu tun.
Noch eine Frage. Du hast deine Kids heute auch mitgebracht. Die sind mit hier und feiern mit uns. So als junger Papa, hast du eventuell eine Methode gefunden, wie das Hirn trotz Schlaflosigkeit Höchstleistung bringt? Ja, die schlechte Nachricht ist, dass auch mein Gehirn, seit ich Kinder habe, vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert, wie es früher getan hat. Aber das eigentlich wirklich Schöne ist ja, dass sich immer wieder Gelegenheiten bieten, wo Kinder ganz plötzlich einschlafen, wie zum Beispiel jetzt gerade eben mein Sohn Justus, der da hinten liegt und ganz friedlich schläft. Und die Gelegenheit muss man natürlich nutzen. Also das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, um sich hinzusetzen und einen Abstract zu schreiben. Hm. Aber ich bin heute leider ohne Rechner angereicht. Schön, dass du die Zeit nutzt, um mit mir zu reden. Ich freue mich. Heute mal ein bisschen anders. Heute ein bisschen anders, genau. Als letzter Preisträger, der jetzt hier zu Wort kommt, famous last words, was wünschst du dir für Wissenschaftskommunikation? Für die Wissenschaftskommunikation ist natürlich ein großer Wunsch. Ich hätte mir für mich selber vor allem was gewünscht, nämlich, dass mir jemand vorher beigebracht hätte, wie das eigentlich geht. Das ist nämlich, ich war vorhin auch derjenige, der gesagt hat, dass es harte Arbeit ist. Mhm. Es ist unglaublich hart, so einen Text zu schreiben. Und ich hätte mich sehr gefreut, wenn mir jetzt jemand vorher beigebracht hätte. Und ich bin mir relativ sicher, dass es mir dann sehr viel leichter gefallen wäre und ich sehr viel weniger Stunden in der Nacht hätte wach bleiben müssen, um den Text zu schreiben. Vielen Dank, Philipp Paulus. Vielen Dank. Das waren sie, die Forschenden und ihre Themen in diesem Jahr. Richtig cool, oder? War wieder so viel Spannendes dabei. Nochmal ein Applaus. Und jetzt machen wir auch echte Preisträger aus unseren Forschenden heute. Die Preise werden gleich von der Geschäftsführerin Lilian Knobel überreicht, vorn auf der Bühne. Da kriegt ihr eure Stele, Urkunden gibt's später, Geld gibt's aufs Konto direkt. Und ihr dürft euch jetzt gleich alle vorne bereit machen und eure Preise entgegennehmen und alle anderen dürfen mit genießen diesen feierlichen Moment und natürlich auch kräftig applaudieren. Also Musik und den feierlichen Moment zelebrieren. Thank you.
gibt es noch mal einen großen Applaus für unsere wundervollen Preisträgerinnen und Preisträger. Sowas von verdient. Glückwunsch und großartig gemacht. Ich darf jetzt noch mal auf das Klartext-Magazin hinweisen. Hier im Raum liegt es ja aus. Nehmt es gerne mit und lest noch mal nach. Da sind alle die Artikel und auch die Infografik unserer diesjährigen PreisträgerInnen enthalten. Und für die, die virtuell dabei sind, das Magazin gibt es auch online. Einfach direkt reinklicken. Dann noch ein paar Dankesworte. Und zwar zum einen an Ingo Knopf. Ist er da? Er hatte angekündigt, da zu sein. Wo ist der Ingo? Einmal winken. Ingo, ich sag mal kurz, wofür wir klatschen. Ich sag kurz noch, wofür wir klatschen. Ingo Knopf hat mit seinem Team diese fantastischen Einspielfilme erstellt. Dankeschön. Und dann danken wir all den Jurorinnen und Juroren, die wieder eine Wahnsinnsarbeit geleistet haben. Denn auch wenn Lilian sich noch mehr Bewerbungen wünscht, sind es ja auch schon einige gewesen und die haben sich durch alles durchgearbeitet. Wir nennen sie mal konkret. Das sind die Schülerinnen und Schüler der Deutschen Journalistenschule in München, die Fachgutachterinnen und Fachgutachter und die neunköpfige Sprachjury und die dreiköpfige Infografikjury. Vielen Dank. Ja, und dann haben wir zum Schluss die Erinnerung, nach dem Preis ist vor dem Preis. Die Bewerberphase, die geht wieder los. Das Portal ist ab Anfang Dezember geöffnet. Und jetzt also nochmal in Liliens Sinne, bitte Werbung machen, weitersagen, damit es ganz, ganz viele Bewerbungen gibt oder selber mitmachen. Die Phase dauert bis Ende Februar. Und nicht vergessen, es geht um Artikel und auch um Infografiken. Dann sagen wir jetzt denen Danke, die virtuell mit dabei waren. Da oben ist die Kamera, das ist die, die da hängt. Da dürfen wir jetzt alle mal reinwinken und sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Und wo auch immer ihr seid, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ich denen online jetzt nicht verraten habe, ist, dass es hier gleich noch sehr leckeres Essen und Trinken für uns gibt. Und dass alle herzlich eingeladen sind, im Namen der Klaus-Tschira-Stiftung hier noch zu feiern, in den Austausch zu gehen und diesen Abend noch ganz gemütlich ausklingen zu lassen. Außerdem haben wir ja Sandra beobachtet, immer mal einen Blick wahrscheinlich hin.